wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich wollte heute mit euch über meine Gewohnheiten in Mexiko sprechen. Wenn man den Kontinent wechselt, geht das nicht ganz so spurlos an einem vorbei. Man ändert seine Gedanken, seine Gewohnheiten und generell hat der Aufenthalt auf einem anderen Kontinent einfach einen riesengroßen Einfluss, habe ich festgestellt. Ist noch was anderes, das irgendwie theoretisch zu hören, aber das dann wirklich zu fühlen und selber irgendwie an sich selber zu bemerken und mitzuerleben, ist irgendwie nochmal eine andere Sache. Ich habe also die eine oder andere Gewohnheit abgelegt und mich ein bisschen verändert. Das Ding ist, mir wurde gesagt, du wirkst ganz anders, wenn du verschiedene Sprachen sprichst. Und es stimmt, wenn ich Spanisch spreche, wirklich schon definitiv anders als auf Deutsch oder als auf Polnisch. Und ich fühle die Sprache auch anders und ich würde schon sagen, dass auch alleine die Sprache schon voll den Einfluss hat darauf, wie man sich verhält, was man für eine Wirkung nach außen hat und auch wie man sich artikuliert. Also ich artikuliere mich auf verschiedenen Sprachen unterschiedlich. Ich kann gar nicht sagen, ich drücke mich auf Polnisch zum Beispiel genauso aus wie auf Deutsch. Und klar, das liegt unter anderem natürlich am Sprachniveau, was man hat. Aber auch daran, wie man sich gerade fühlt, auch in dem Land und mit den Leuten und mit der Sprache. Diese ganze soziale Interaktion spielt da halt auch nochmal eine Rolle. Das heißt, ich habe den Kontinent gewechselt und die Sprache gewechselt und gefühlt alles auf den Kopf gestellt und habe dementsprechend ein paar Gewohnheiten geändert. Die erste Gewohnheit ist auf jeden Fall Sport. Ich habe hier in Deutschland auf jeden Fall viel mehr draußen Sport gemacht. Das liegt natürlich zum einen am Wetter, aber auch an der Umgebung, an der Kultur. Hier zum Beispiel ist es viel üblicher, dass man joggen geht in Deutschland. Das habe ich auch ziemlich fleißig gemacht oder Einradfahren, Inliner und solche Dinge. In Cancun hingegen war das Ganze undenkbar, wenn ihr über 30 Grad Dauerhitze habt und durchgehende Sonne und die Mindesttemperatur gefühlt 24 Grad ist nachts. Könnt ihr nicht mal eben so joggen oder krassen Cardiosport draußen machen, also ich für mich sprechend auf jeden Fall nicht. Dafür habe ich tatsächlich in Cancun das Fitnessstudio für mich entdeckt und Kraftsport und es hat mir so viel gegeben, es hat mir so viel Spaß gemacht und da muss ich sagen, es hat mir in Deutschland vorher nie gefallen, es hat mich nie angesprochen. Ich habe es öfter mal versucht in verschiedenen Städten, aber irgendwie, ich habe es nicht gefühlt. Und in Cancun wiederum habe ich es total gefühlt. Ich war aber auch in Cancun, liebe Leute, das heißt, ich bin auch sehr oft schwimmen gewesen, im Pool und auch im Meer. In Deutschland habe ich Döner gegessen, das war eins meiner Lieblingsgerichte. In Mexiko hingegen sind es die Tacos. Oh, ich liebe Tacos, liebe Leute. Die Tacos haben den Döner für mich abgelöst. Ich muss echt sagen, ich vermisse jetzt schon die Tacos, ich vermisse die ganzen Salsas, ich vermisse alles. Ich hatte Angst, es würde zu scharf werden, liebe Leute, ich bin ehrlich. Es ist auch sehr scharf, aber ihr könnt zwischen den Salsas auf jeden Fall nochmal wählen und sagen, okay, ich möchte die, die vielleicht ein bisschen scharf ist oder ich möchte einfach gar keine. Und es ist unfassbar lecker. Ich nehme persönlich die, die so ein bisschen scharf ist, aber die, die nicht komplett den Mund wegbrennt. Sehr gute Mischung, passt perfekt zu den Tacos. Ihr habt den Taco-Geschmack noch und ein bisschen Schärfe. Es ist also auch mexikanisch. Oh, und es ist so lecker. Es ist so lecker. In Deutschland habe ich außerdem viel mehr Gemüse gegessen und dafür weniger Salat. Das hat sich tatsächlich gewandelt in Mexiko. Ich habe sehr viel Salat gegessen, aber dafür sehr wenig Gemüse. Das lag daran, weil ich mich echt nicht sicher gefühlt habe mit dem Gemüse, muss ich sagen. Also, ich hätte mich sicher gefühlt, hätte ich es wirklich jedes Mal desinfiziert. Also für die, die es nicht wissen oder die mein Video vorher nicht geschaut haben, man muss in Mexiko das Gemüse teilweise desinfizieren. Beziehungsweise einige sagen nur den Salat, wiederum andere sagen, nein, desinfiziere auf jeden Fall Gemüse und Obst sicherheitshalber auch mit. Das liegt daran, dass es Parasiten gibt. Und wenn ihr die nicht abtötet, dann habt ihr plötzlich Parasiten im Körper. Das heißt, ihr müsst entweder euer Gemüse desinfizieren, das dauert aber 15 Minuten. Und wenn ich Hunger habe, liebe Leute, bei mir ist das so, wenn ich etwas essen will, dann will ich es sofort essen. Ich kann da nicht noch 15 Minuten warten und das irgendwie aufschieben oder so, es funktioniert nicht. Das heißt, im Umkehrschluss, ich muss mein Essen immer vorbereiten und vordesinfizieren und da bin ich nicht gut drin. Nee, da bin ich einfach nicht so gut drin. Wir alle haben eine deutsche Toilette zu Hause. Ich glaube, das Prinzip muss ich nicht erklären. Wiederum in Mexiko darf man das Toilettenpapier nicht in die Toilette werfen. Ihr müsst das Toilettenpapier, was ihr benutzt habt, in den Mülleimer nebenan werfen. Stellt euch mal vor, wie komisch diese Angewohnheit ist. Und stellt euch mal vor, ihr seid dann irgendwie das erste Mal zu Besuch bei anderen und ihr fühlt euch total komisch, weil ihr euch so denkt, ich bin bei der Familie XY zu Hause und muss mein benutztes Klopapier in den offenen Mülleimer nebenan werfen. Und dann kann jeder mein Klopapier sehen. Wisst ihr, was das für mich für ein Kulturschock war? Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Jetzt habe ich mich so dran gewöhnt, liebe Leute, dass ich es total befremdlich finde, mein Klopapier ins Klo zu werfen. Jetzt bin ich in Deutschland und hätte theoretisch den Luxus, es einfach in der Toilette zu entsorgen. Und es fühlt sich falsch an. Ich habe mich so dran gewöhnt, es einfach in den Mülleimer zu werfen. Ja. Ich weiß nicht, ob euch etwas aufgefallen ist. Ich trage gerade ganz viel Schmuck und meine Brille und noch mehr Schmuck. Das liegt daran, dass ich hier in Deutschland tatsächlich sehr gerne viel Schmuck trage und auch gerne meine Brille. Und in Mexiko war das nicht so. In Mexiko hatte ich zum einen ein bisschen Angst irgendwie, weil ich mir so dachte, boah, wenn du irgendwie mega viel Schmuck trägst oder so, dann schreit es ja schon eher danach, oh, die Person ist aber vielleicht ein bisschen besser betucht, könnte vielleicht eher angreifbar sein. Und das hat mir nicht so das Sicherheitsgefühl gegeben. Das heißt, ich habe meinen ganzen Schmuck in Deutschland gelassen
Und auch bei meiner Brille. Bei meiner Brille war das eher so ein Sicherheitsding. Einfach, wenn man den Verkehr in Mexiko kennt. Wenn man da einen Unfall hat, ich glaube, es ist nicht vorteilhaft, wenn man dann irgendwie Glassplitter im Auge von seiner Brille hat, wenn irgendwas passiert. Und deswegen habe ich tatsächlich die Brille kaum aufgehabt. Außer ich war zu Hause oder in der Uni. Falls es euch aufgefallen ist, ich habe recht gedeckte Kleidung an, liebe Leute. Ich kleide mich in Deutschland deutlich gedeckter. Weniger bunt, weniger Farben, weniger schrill. Eher ein bisschen entweder leger oder elegant, aber auf jeden Fall nicht ganz so auffällig bunt oder beschriftet oder sonst irgendwas. In Mexiko hingegen, ich habe mich total ausgelebt, weil alle anderen es auch getan haben. Also ihr müsst euch vorstellen, in Mexiko tragen gefühlt alle Leute super bunte, schrille, bedruckte Sachen. Bunte Rucksäcke, alles mit toten Köpfen oder alles in Regenbogenfarben. Und es war total normal, dass man dann irgendwie Avocadosocken anhat. Oder ein ganzes T-Shirt mit Tacos bedruckt hat oder so. Das war tatsächlich vollkommen normal. Und hier in Deutschland ist es ja nicht ganz so üblich. Also mir wurde auch gesagt, man erkennt dich sofort als Europäerin, einfach weil du so gedeckte Kleidung trägst. Ihr Europäer, ihr tragt total gedeckte Kleidung. Nichts Buntes, nichts Schrilles. Einfach nur neutrale Farben. Ja, und es ist mir aufgefallen, liebe Leute, ich trage hier tatsächlich unbewusst irgendwie gedecktere Farben. Vielleicht werde ich das ändern, ich finde das irgendwie doof. In Mexiko kannst du halt nachts alleine nicht so viel machen. Hier wiederum kannst du halt relativ viel alleine nachts machen, auch als Frau. Und das ist auch nicht ganz so schlimm, wenn du dir so denkst, oh, wir haben jetzt irgendwie schon so und so spät und es ist schon dunkel, aber ich habe vergessen, mir meine Wasserflasche zu kaufen. Ich gehe nochmal kurz irgendwie in den Supermarkt oder so, das ist hier jetzt nicht so das Ding. In Mexiko ist das ein bisschen anders, alleine als Frau nachts. Wo wir auch direkt beim nächsten Punkt sind, liebe Leute. Ich bin in Mexiko viel, viel vorsichtiger. Ich vermeide es eher, alleine nachts rauszugehen. Ich gehe an öffentliche, vielbesuchte Orte. Ich achte auf die Stadtviertel, in die ich reinlaufe. Und ich schicke meinen Freundinnen meinen Live-Standort. Weil das da einfach so ein Ding ist. Weil das für die ganz normal ist, Standard einfach seinen Live-Standort zu teilen und zu sagen, hey, ich bin auf dem Weg da und dahin, wenn irgendwas komisches oder so. Oder du plötzlich siehst, ich bin am anderen Ende der Stadt. Dann weißt du Bescheid, dann stimmt irgendwas nicht. Und das ist total normal da, dass man das halt einfach macht. Das mache ich jetzt hier in Deutschland eher nicht. Hier in Deutschland ist es eher so, deine Eltern zum Beispiel oder deine Freunde sagen dir, hey, keine Ahnung, du hast eine lange Fahrt, sag mir Bescheid, dass du heile angekommen bist. Oder du läufst vielleicht nach Hause oder telefonierst auf dem Weg oder so. Natürlich kann man jetzt auch nicht sagen, in Deutschland ist es total sicher, nachts alleine als Frau auf der Straße, aber es ist auf jeden Fall im Vergleich sicherer. In Deutschland habe ich abends sehr gerne mal Netflix geschaut oder auch mal Bücher gelesen. Da hatte ich tatsächlich meistens nicht so die Zeit zu, muss ich sagen. Ich hatte halt abends entweder was mit meinen Mädels gemacht oder ich bin halt echt früh schlafen. Und das Ding ist, es hat mir entweder die Zeit gefehlt oder ich war zu müde, abends noch irgendwie irgendetwas zu machen oder mich auf etwas zu fokussieren. Das waren auf jeden Fall alle meine Gewohnheiten, die mir jetzt gerade eingefallen sind. Falls mir noch mehr einfallen sollten, mache ich vielleicht ein zweites Video. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, falls ihr mal ein Auslandssemester gemacht habt oder eine längere Zeit im Ausland wart. Haben sich eure Gewohnheiten verändert? Mein Akku ist fast leer, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich wünsche euch einen super, super schönen Tag und hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder.